Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Terranigma. Ja, wir waren ja hier zuletzt in Gracelift stehen geblieben. Und da ich jetzt nicht wusste, wie lang der Weg noch ist, habe ich gesagt, ja, machen wir hier mal Feierabend. Ja, ihr habt jetzt auch noch nicht viel verpasst. Ich bin ja runtergefallen. Leider. Ach, Mann. Ja, ich bin ja runtergefallen. Und da landet man ja halt in den Scheißraum da drunter wieder. Oh, der war gut. 100. So. Ich weiß jetzt nicht mehr. Aber ich meine, ja, man macht sich jetzt auf den Weg. Halt, um diese Krallen zu kriegen. Ja, um diese Krallen zu kriegen, damit man sich an den Fels klammern kann. Diese Stellen hier. Ja. Geh hoch da. Alter. Ja. Gerade zu schnell gedrückt. Da stand eben, ja, da hat sich was im Gebäst verhangen. Reno erhält die Greifklaue. Ja, jetzt können wir hier schön, wenn dieser blöde Vogel nicht wäre. Ach Mann, ja diese Mistvögel, ne? Oh, Alter. Ach nee, stimmt, bevor die Vögel wiederkommen, muss man ja auch sozusagen erst einen Boss besiegen. Jetzt fällt's mir wieder ein. Oh, ey. Das war ja jetzt total unfair. So, jetzt verzieht euch. Ich will da hoch. Was? Ne, dann kam das irgendwo anders. Nee, ich dachte ganz oben, wenn man ganz oben ist, dann muss man da noch so einen Riesenvogel besiegen, dachte ich jetzt. Ja, jetzt könnte man natürlich das auch so machen. Man könnte nochmal alle Klamotten hier abgehen, wo so welche Stellen waren. Selber an überlegen, wo musste ich jetzt hin? Hier auf jeden Fall hoch, ist klar. Ich denke jedenfalls mal, für euch müsste dann, wenn die Folge hochkommt, Freitag sein. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, heißt das. Ah, nee, scheiße. Den Kleister. Da wollte ich gar nicht runter. Erstmal da rein. Ist viel. Ey, diese Mistdinger nerven, ey. So. Hier mal kurz gucken. Oh, da habe ich aber extremst Glück gehabt. Ei. Mir irgendwie gar nicht so richtig bekannt vor hier. So, was war denn hier drin? Der Weg hat sich gelohnt. 87 Taler und ein Diamant. Schön. So.
Ja, das Teil hier müsste man ab. Ja, ich meine, um die Vögel zu befreien, musste ich gegen so einen Riesenvogel ankämpfen. Kann ich aber auch total falsch in Erinnerung haben. Erstmal nach ganz rechts. Gucken, wo komme ich da raus? Ja, war eine gute Idee. So. Runter. Ja, wie gesagt, diese Dinger, die sind total nervig. So, da könnte ich runter. Da könnte ich rauf, da könnte ich rauf. Ich meine, der eine Weg, ja, sieht man auch. Der eine Weg geht nicht weiter, aber hier kann ich rauf. Genau. Der Weg war nämlich der, wo man nicht weiter kann. Lass dich doch einfach los. Aber jetzt will ich nochmal kurz gucken. Aber ich meine, da kann man... Da kann man denn zum Anfang zurück. Doch, ja, 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 ja. Jetzt erinnere ich mich wieder. Der große Vogel kommt nämlich noch. Der war aber nicht da halt, wo ich gedacht habe. Mich ja nicht loslassen. Aber... Das ist eigentlich das Beste, was man gegen diesen Nervensägen machen kann hier. Ja, wenn man da runter geht... Ja, und hier ist die Truhe, die mich geärgert hat. Jetzt habe ich die nämlich auch, die wollte ich mir holen. Wenn man hier runter geht, kommt man ganz zum Anfang. Und das ist nicht schön. Da muss man nämlich den ganzen Weg... Ganzen Weg wieder von ganz vorne laufen. Mann! Ja, ihr könnt sehen, wieso ich diese Dinger nicht mag. Ich habe gerade gar keine Hand frei, Mann! Drecksding. Ja, ich will immer diesen Sturmangriff machen, aber irgendwie... Und die ziehen auch immer so extrem viel ab. Das ist wahr. Ich hasse das. So, hier hoch. Ja, mit diesen blöden Schlammmonstern will ich mich gar nicht so lange aufhalten. Ne, der ist nämlich ganz oben. An der allerhöchsten Spitze von diesem Berg hier. Und ja, war klar, ich habe schon wieder was vergessen. Ja, wie ihr mich kennt, ich habe natürlich wieder mal vergessen zu gucken, wann ich angefangen habe. Ich denke mal, sehr wahrscheinlich wird das für euch wieder ein längerer Part werden. Freut euch. Ja, und das ist nämlich blöd. Hier kann man nämlich runterfallen. Hier kann man nämlich runterfallen. Und ja, da war nämlich alles für die Katz. Nein. Genau das ist nämlich diese Sache. Nein. Ja, und dann muss man nämlich alles wieder von vorne machen. So, sicherheitshalber nochmal kurz eine Knolle essen. Ja, nun komm schon. Alter, ist jetzt mal gut. Kommst du mal runter da? Gibt's nicht. Hallo, komm runter. Alter.
los hier? Ja, keine Ahnung, was jetzt gerade los ist hier. Sechs Vogel. Ja. Und da ist es schon passiert. Ja, hallo! Und nochmal. Ach du meine Herren. Ich habe meine ganzen dicken Knollen aufgebraucht. Super. KP steigt um 5. Da habe ich auch nur noch 9 Stück von. Und die heilen ja auch nur so 20 KP, glaube ich, war das. Mann, ich will abwehren, aber irgendwie... Sorry. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Oh, nur 2 abgezogen, ja? Am besten muss man das halt mit den... Oh nein. Am besten muss man das halt mit diesem komischen Sturmangriff machen. Verzieh dich. Du komm runter, du Mistvogel. Ja, ist klar. Oh, Alter. Nicht, ey. Und dann benehme ich mich wieder in letzte Noob hier. Der kommt aber auch wieder nicht runter, dieser kleine. Ja, ist klar. Komm doch runter da! Endlich! Level 12 erreicht! Kapi steigt um 7, Messi steigt um 2, Abwehr steigt um 3, Glück steigt um 1. Oh, Freunde, wir haben es geschafft. Infernaldo besiegt. Reno, lange wartete ich auf diesen Augenblick. Alle Vögel sollen ihre natürliche Lebensform wiedererlangen. Doch bedenke, noch ist es zu früh für die Wiederbelebung der Welt. Du musst für das Wachstum allen Lebens sorgen. Ja. Geschafft, Leute! Wir haben die Vögel zurückgeholt. Und ja, genießt die Zwischensequenz mal wieder. Und nun ist die Welt um eine Lebensform wieder reicher. Nun gibt es auch Vögel, die die Samen und die Blumen, ja, auf der ganzen Welt verteilen können.
Ja, und nun sind wir in Sanctum. Das Paradies der Vögel. Ups. Da wollte ich jetzt... Ich wollte nicht raus. Jo, ja. So. Piepmatz, sag mal was. Willkommen in unserem Paradies. Deine Anwesenheit ehrt uns. Bisher war es der Wind, der uns den Zeitpunkt zum Aufbruch wies. Doch in diesem Jahr blieb der Wind aus. Ja, das müssen wir natürlich auch noch beheben. Da was gegen tun. Weil, ja, was ist der beste Vogel ohne Wind? Ne, die Vögel brauchen Wind, um zu fliegen. Ja, da kann ich nicht hin. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich da hinkommen soll. Und diese Melodie, die fand ich schon immer richtig gut. Willkommen in unserem Paradies. Deine Anwesenheit ehrt uns. Ja. Ich bin nur ein umherziehender Nomade. Soll ich dir ein Liedchen trällern? Ja, bitte. Wie schön. Du bist ein wahrer Freund der Muse. Ja, und genauso hier ändert sich auch so ein bisschen die Musik. Nördlich von hier liegt Kingnest. Dort leben die Königsvögel. Wenn ich wieder geboren werde, möchte ich ein Königsvogel sein. Ja, genau die müssen wir nämlich jetzt aufsuchen. Ich übe gerade das Fliegen. Ich bin leider noch nicht sehr gut. Ja. Ja, und hier spielt es keine Rolle. Also hier kann man eigentlich überall hochklettern, wenn man hier hinten ist. Man kommt immer an der gleichen Stelle raus. Ja, und das sind die Königsvögel. Wir Königsvögel bewohnen Nester in luftigen Höhen. Im höchsten Nest wohnt Dumbor, unser König. Du hast uns unsere Lebensquelle wiedergegeben. Ich möchte dir im Namen aller Vögel danken. Danke. Ich habe Hunger, großen Hunger, aber ich warte auf meine Mama. Ich bin brav. Einst kamen Menschen und stahlen die Eier. Doch nun herrscht endlich Frieden. Wir haben keine Angst mehr davor. Ich bleibe allein zu Hause. Das kann ich schon. Putzig. Hey. Ja. Ja, ich weiß ja, wo es lang geht. Aber ich will mich halt noch ein bisschen umgucken hier. Dumbas Nest liegt zu deiner Rechten. Er wacht über uns und beschützt uns vor Unheil. Auch wenn man es ihm nicht ansieht. Willkommen beim Magier. Nee, da machen wir lieber noch nichts. Ich habe großen Hunger. Aber ich warte brav. Ich bleibe allein zu Hause. Das kann ich schon. So, weiß ich gar nicht. Habe ich das Geld dafür? Nee, das würde ich dann auf jeden Fall auch machen. Mir erstmal das Geld hier für den... Boah. Habe ich fast alle verbraucht. Das gibt's gar nicht. Ich will jetzt erstmal gucken, wie viel kostet denn... Oh, nee. 500. Ha. Das ist nicht schön. Ich bin jetzt gerade auch am Überlegen, wo kriege ich denn jetzt 550? Nee, dann machen wir das mal kurz anders. Na, wir Nomaren reisen durch die Welt, geleitet nur vom Wind.
Doch nun scheint der Wind in uns nicht mehr hohl zu sein. Es ist furchtbar. Ja, die wiederholen sich alle. Nee, ich wollte jetzt mal kurz gucken, dass ich erstmal mal... Mann, das riecht mich jetzt ein bisschen auf. Ich weiß aber nicht mehr, wo ich noch kämpfen könnte. Dass ich erstmal diese 550 da zusammenkriege. Dann brauche ich das später nicht machen. Ja, das gehört aber nun mal auch dazu. Oh. Alter. Hä, wieso gibt's denn jetzt keine... So, 477. Ja, die kann man leider mit den Schweren nicht zerhauen. Ich will jetzt erstmal schnellstmöglich die 500 und zusammenkriegen, weil ich mir diesen Gefiederanzug holen will. Das geht eigentlich ziemlich schnell. Könnt ihr ja auch sehen. Außer man hat Pech. Bringen eigentlich nichts. Oh, und schon haben wir's. Schön wäre natürlich noch ein bisschen mehr. Weil dann könnte ich mir noch ein paar Knollen holen. Ja, die bringen 10. Mehr. So, dann habe ich jetzt die 550 für den Federanzug. Das ist doch auch schon mal was. Ja, am Anfang, da geht das alles noch so schön schnell. Aber nachher... dauert das immer eine Ewigkeit. Ja, muss erstmal ausreichen. Oh Mann. Ja, keine Ahnung. Momentan wieder total ein Kloß im Hals. So, hier, Federanzug. Abwehr plus 12 schon. Ein Vogel musste federn lassen. So. Das ist minus 4, minus 7. 6. Ja, das ist der beste. Gab es da nicht schon besseren? Kann sein, dass man den später kaufen kann. Da ich meinte, da gab es halt noch so eine Dornenlanze. So. Okay, ich gucke gerade auf die Uhr. Ich gehe jetzt halt noch kurz zu den Alten hoch. Gucken, das Gespräch werden wir wahrscheinlich auch noch machen. Und dann ist auch schon wieder Schluss für heute. Guckt euch den an hier, den... Ja gut, das ist genau wie unserer, ne? Das ist der alte, weise Vogel. Ich bin der König der Königsvögel. Man nennt mich Dumba. Hab Dank, du hast den Bann gebrochen und uns unsere Körper wiedergegeben. Doch noch ist es nicht alles. Noch ist nicht alles wieder beim Alten.
Nicht weit von hier liegt Orkania, die Windgrotte. Der Wind aus Orkania geleitet uns in neue Länder. Doch dieses Jahr blieb der Wind aus. Wir machten uns Sorgen. Wo liegt Orkania? Das solltest du eine der Möwen dort unten fragen. Ich würde dich hinbringen, aber ich kann nicht mehr fliegen. Ja. Ja, mit diesem Bild würde ich mal sagen. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Über Daumen, Kommentare. Würde ich mich natürlich wieder sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.